Am 5. Mai wurde in der gesamten Fleischer Vorstadt gehandelt und gestöbert. Über 80 Stände hatten sich dieses Mal angemeldet. Neuer Rekord für die 5. Auflage des Flohmarkts. Neben zahlreichen Ständen, die auch in einige Hinterhöfe und Gärten einluden, gab es in der Gützkower Straße auch ein musikalisches Programm. Bei Polly Faber konnte man sich neben einer Freilufttanzeinlage des Ballhaus Goldfisch auch die neue Ausstellung P365 der Greifswalder Künstlerin Cindy Schmidt ansehen. Das Wetter spielte bis zum Schluss mit und verwandelte die Fleischer Vorstadt in eine sonnige Trödelmeile. Organisiert wurde der Stadtteilflohmarkt vom Quartiersbüro Fleischer Vorstadt, gefördert aus Mitteln des Programms Soziale Stadt.